Hallo zusammen! Perpetuum mobile Schaltung oder Wechselrichter Netzvorrangschaltung. Ich erkläre euch jetzt mal, wie es Perpetuum mobile funktioniert. Und zwar habe ich hier meinen Verbraucher, das ist eine LED, die kann ich, eine Halogenlampe, und die kann ich einschalten und die läuft über 12 Volt. Und hier im App sehe ich dann, dass ich hier mit der Lampe 16 Ampere rauskriege. Hier, das seht ihr aus dieser Batterie. Wenn ich das Licht ausmache, geht es ein bisschen zurück auf 12. Und das ganze Licht aus, geht es dann noch ein bisschen zurück, was wir noch später anschauen. Wir ziehen hier von der Batterie über zwei Kabel ziehen wir den Strom in diesen Wechselrichter. Also wir haben hier 12 Volt. Das sehe ich hier eigentlich auf dem App, 13 Volt. Und wir ziehen hier knappe 45 Ampere in diesen Wechselrichter rein von 12 Volt. Wandeln wir diesen Wechsel, diesen Gleichstrom um in Wechselrichter, in Wechselstrom, und kommen hier aus dieser Steckdose raus. Und hier habe ich ein Messgerät. Das geht hier rein. Also wenn ich jetzt hier ausstecke, wir sehen hier, habe ich eine Leistung von ca. 500 Watt. Wenn ich jetzt hier ausgehe, habe ich keine Leistung mehr. Wenn ich wieder einstecke, sehen wir wieder, wir haben hier wieder etwa 500 Watt, die hier aus dem Kasten rausgehen. Und wir gehen dann hier in ein hochprofessionelles, wasserdichtes Ladegerät, haben wir im Sortiment, hier rein, 230 Volt. Wir haben auch hier gesehen an dem Kasten, wir ziehen etwa 2 Ampere. Und hier ändern wir den Strom wieder von Wechselstrom in 12 Volt Gleichstrom. Und wir sehen dann hier eine Leistung von etwa knappen, ich weiß nicht, ob man sieht, von etwa 38 Ampere. Und diesen Strom schicken wir wieder in die Batterie zurück. Und so haben wir die Perpetuum mobile Schaltung perfekt. Nur, hier gehen wir mit 38 rein. Und hier haben wir vorher gemessen, gehen wir mit 35 raus. Das sind etwa 7 Ampere, die mir mehr rausziehen als reingehen. Und wenn ich jetzt das hier anschaue, hier auf dem App, da seht ihr dann, das ist tatsächlich ja, etwa 7 Ampere, die ich aus der Batterie rausziehe. Es geht nicht. Ich kann damit keinen Strom erzeugen. Es wird hier warm, es wird hier warm. Ich produziere nur Wärme und es gibt einen energetischen Hauptsatz, den ersten: Energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden. Nur, wir kriegen hier Wohnmobile, die haben natürlich logischerweise eine Batterie drin im Aufbau, die haben einen Wechselrichter drin und die haben ein Ladegerät drin, und dann läuft das genau so, weil das Wohnmobil war mal gebaut für ohne Wechselrichter, also nur 12 Volt. Ich hatte da eine Lampe dran und sonst irgendwas, eine Wasserpumpe und ein Ladegerät, und da habe ich außen eingesteckt. Weil wenn ich jetzt natürlich diesen Stecker, den ich hier hatte, hier einstecke in meine Außensteckdose, dann passiert Folgendes: Ich habe hier keinen Verbraucher mehr. Hier lade ich jetzt noch mit 1,6 Ampere, ziehe ich aus der Batterie raus, und das Ladegerät zieht immer noch seine 38 Ampere, bringt es rein. Ja, 38. Und wir sehen jetzt, das ist das, was in die Batterie reingeht. Das sind 37 und irgendwas. Ja, 37 stimmt etwa überein.
Weil wenn ich einen Wechselrichter habe, kann ich das Ladegerät damit nicht betreiben. Und wenn ich eine Vorrangschaltung habe, die rein Vorrang kann, geht das nicht. Hier brauche ich eine Vorrangschaltung, so wie das hier. Aufschrauben das Teil, wo ich, wir zeigen es hier dran am Deckel, wir haben hier den Eingang vom Bordnetz, also vom Eingang vom Netz, also von der Steckdose vom Campingplatz oder beim Boot vom normalen Landstromanschluss, der hat Vorrang, und hier habe ich den Eingang für einen Wechselrichter. Und hier hänge ich dann das Bordnetz an, Wechsellicht, Radio, vielleicht ein Ladegerät von irgendwas, die Wasserpumpen, alles was ich brauche. Auch zum Beispiel das elektrische Kochfeld. Und hier hänge ich dann das Ladegerät an. Das funktioniert dann nur, wenn hier Strom kommt. Wenn hier vom Wechselrichter Strom kommt, funktioniert es hier nicht. Dann habe ich zum Beispiel hier noch den Kühlschrank. Es hat keinen Sinn, den Kühlschrank über den Wechselrichter zu betreiben. Also Wechselrichter hoch, transformieren mit Verlust und dann im Kühlschrank wieder runter transformieren über ein Netzgerät. Das bringt absolut nichts. Da könnt ihr das direkt auf 12 Volt betreiben. Und zum Beispiel ein Boiler, ein Warmwasserboiler. Ich habe teilweise in Wohnmobilen drin zwei Möglichkeiten, Warmwasser erzeugen, mit Gas oder Diesel oder mit 230 Volt, kommt mir in Wohnwagen vor, die halt viel rumstehen, da stehe ich effektiv auf dem Campingplatz und stecke das ein. Wechselrichter, Netzvorrangschaltung und eben die Perpetuum mobile Steuerung bringt nichts. Hat noch keiner erfunden, also hier kommt nicht irgendwo Fremdenergie her oder sonst was. Ich mache euch hier oben einen Link übers Ladegerät, hier einen Link über den Wechselrichter, hier unten einen Link über diese Batterie und hier unten einen Link über die Netzvoranschaffung. Ich wünsche euch einen schönen Tag.